Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hinweise im Überfluss anzunehmen bei Elise Sternensucher auf Mehagon. An dieser Position ist eine tägliche Quest, erkennbar beim blauen Ausrufezeichen. Quest ist angenommen, nun darf ich mich in dieses Gebiet begeben. Also nichts wie los. Sollte nicht problematisch sein, in dieses Gebiet zu kommen. Gleich bin ich auch schon da. Laufe hier über das Wasser. Und schon bin ich im Gebiet. Bei der Quest heißt es, findet einen Hinweis. Ich habe mit einem anderen Charakter da hinten mein Hinweis gefunden. Mal schauen, ob ich ihn jetzt hier finde. Erdhaufen. Und ob das Zufall war, dass ich ihn gleich beim ersten Mal hatte mit einem anderen Charakter. Ich loote mal diesen Erdhaufen. Und ihr wisst wen. Und wie ihr seht, kann man die Quest nun bei Sir Finlay Murgleton abgeben. Auf Mehagon in dem täglichen Questgebiet. Warum es mir hier angezeigt wird, kann ich nicht sagen. Der verfolgt euch und sobald ihr die Quest abgebt, gibt es, soweit ich weiß, eine neue Quest. Die werde ich auch aufnehmen und auf YouTube hochladen. Also, Quest ist abzugeben bei Sir Finlay Murgleton auf Mehagon. In diesem Gebiet. Ich kann euch nicht sagen, wie weit er nachläuft. Vielleicht wird die Quest im fertigen Spiel, ich befinde mich hier auf dem PTR, hier abzugeben sein, wo man sie auch angenommen hat. Mal schauen. Hoffe dennoch, das Video hat euch geholfen. Ciao.